gewissermaßen der kommunikative Acker. Ja? Wie viel will ich vom anderen haben? Wie viel vom anderen lasse ich auf meinem Acker zu? Ja? Das kann ich mit Geld regeln. Also das sind mit Sicherheit zwei, vielleicht sogar drei ganz besondere Qualitäten, wenn man so will, auch soziale Fruchtbarkeiten, die mit dem Geld in die Welt gekommen sind und die man mit dem Geld auch weiterhin bestellt. Das wäre zunächst einmal das, was man Liquidität oder wörtlich gesagt Verflüssigung nennt. Das heißt also, mit Geld, und das ist schon in den älteren Rechenpfennigen. Kann ich was zu Großes kleiner machen, was zu klein ist, größer kann machen? Kann ich Dinge aufteilen? Kann ich Dinge aufteilen, parzellieren, gewissermaßen in Portionen, in Handreichungen umsetzen, die Dinge selbst nicht haben? Das heißt, die Dinge werden dadurch beweglich. Sie werden nicht nur teilbar, sie werden beweglich. Alles, was schwerfällig ist, kann mit Geld transportiert werden. Das ist eigentlich die Erziehung der Dinge. Sie werden gebildet. Sie können sprechen. Sie werden zum Sprechen gebracht, aber vor allem, sie werden dazu gebracht, ihre physische Schwerfälligkeit zu überwinden. Die Dinge sind ja nun tatsächlich träge. Die Dinge wollen sich nicht bewegen. Die Dinge sitzen fest am Boden, sitzen festgefügt, haben bestenfalls ein ganz stures Eigenleben. Ein Fass Wein ist zu viel für mich zum Trinken. Genau. Nicht? Ja, wenn ich es abfüllen kann. Ja. Ja, nicht? Und dazu brauche ich eigentlich immer eine Maßeinheit. Ja? Jetzt ist es so. Aber da darf ich sagen, also ich glaube, das ist ganz wichtig. Also, dass das Geld gegen die Sturheit der Dinge kämpft. Ne? Und voraussetzt, dass Dinge eigensinnig, eigenwillig sind. Und die können erzogen werden. Und das Geld ist in zweierlei Hinsicht dafür interessant. Erstens, es gibt den Dingen eine kleine Kränkung in ihrer Eitelkeit. Sie sind nämlich nicht autonom. Ja, erstens. Und zweitens, es macht tatsächlich, dieses Geld macht den Dingen Beine. Ja, und ist damit ein, wenn man so will, groß angelegtes Erziehungs- und Disziplinierungsprojekt für die Sturheit, Schwerfälligkeit, Eigenwilligkeit der Dinge. Aber wenn die Dinge aus der Schule des Geldes herauskommen, ja, sind sie eigentlich Erwachsene, ja, und können am Handelsverkehr teilnehmen, sie können über die Welt reisen. Das heißt eigentlich, das wäre die positive Seite des Geldes. Jetzt hat dieses Geld die tückische Eigenschaft, sich pausenlos zu verwandeln. Also erstens Zins zu erbringen, ja, oder abgewertet zu werden. Das ist durchaus der häufige Fall, ja. Es gibt seit 4000 Jahren nur Geldverschlechterung. Ja. Ja, gibt es irgendwann mal das Gegenteil, dass etwas mehr wert wäre? Nur der Maria-Theresia-Taler. Ja, es gibt immer wieder Dinge, die mehr wert werden. Aber vielleicht muss man zunächst mal eine andere Richtung noch einschlagen. Denn wir haben ja gesagt, dieses Geld hat eine große Fruchtbarkeit für die Erziehung der Dinge. Ja, ich würde sagen, es hat auch eine große soziale Fruchtbarkeit, zum Beispiel eben einen Verkehr herzustellen, und das heißt letztlich eine Communio, eine Gemeinschaft herzustellen mit Leuten, mit denen ich eigentlich nichts zu tun haben will oder nichts zu tun haben kann. Das Geld hat die erfreuliche Eigenschaft, mich mit allen möglichen, und zwar über den Erdball hinweg, Leuten, Agenten, Akteuren, Geschäftspartnern zu vernetzen, ohne dass ich deren Charakter mögen muss, ohne dass ich deren, wenn man so will, Körpergeruch mögen muss. Das ist ein Lehrmeister der Sachlichkeit. Genau. Ja, also das Geld hat eine, ich würde nicht nur sagen, eine große Sachlichkeit, sondern eben auch eine große, wenn man so will, fatische Bindungskraft. Ich liebe über Geld Leute, die ich mit meinem Herzen nicht liebe. Es gibt also eine Geldliebe und es gibt eine Herzensliebe, und die sind völlig voneinander unterschieden. Das heißt also, Geld hat ein hohes Maß an pathischer, leidenschaftlicher, passioneller Kraft, indem ich mit Leuten mich verbinde, und zwar intensivst verbinde, auf Leben und Tod verbinde, die ich nicht in meinem Leben sehen möchte, die ich nicht sehen muss, die ich auch nicht anrühren, die ich mich nicht umarmen muss, etc. Also diese Form von globaler Gemeinschaftlichkeit, ne, eines eigentümlichen Geschäftswirs, wird auch mit dem Geld hergestellt. Und diese Fähigkeit des Geldes, ja, hier sozusagen die Welt abzubilden in ihren Werten, die ist in der Evolution der Gesellschaften, der Menschen, ja, hat koexistiert mit der Bildung des Ichs. Mhm. Ich habe große Schwierigkeiten zu sagen, wer ich bin. Mhm. Ja, denn der Herrscher ernennt mich. Meine Frau, die mich liebt, macht mich zum Ich. Ja, dass ich Kinder habe, bestätigt mir, dass ich da war. Ja, aber es ist nicht ganz leicht, ja, zu sagen, was beweist, dass ich ich bin. Mhm. Ja, nicht? Denn ich bin doch manchmal also völlig am Boden. Mhm. Und wenn ich alleine bin, ja, bin ich gar nichts wert. Und in der Gesellschaft blühe ich auf. Das gibt es für die gesellige Wesen, das Zoon Politikon. Ja. Und
Diese Eigenschaft lebt in Symbiose mit dem Geld, sodass sozusagen das, was ich erwerbe und in Geld ausdrücken kann und das, was ich beweisen kann als die Kontinuität meiner Gefühle und meiner Handlungen, ja, das interpretiert sich gegenseitig. Das interpretiert sich gegenseitig und hat dadurch ein hohes Maß an, wie soll man sagen, ein hohes Maß an Evidenz fruchtbarer Antworten. Dieser Verkehr über Geld, dieser Verkehr über den Handel, dieses Umlaufen der Dinge und Werte entlastet die eigene Frage nach dem eigenen Ich. Das heißt also, was von mir zirkulieren kann, ist bereits ein äußerst effizientes Ich und nimmt all die Fragen, die bösartigen, die zweifelnden Fragen, die gewissermaßen in die Tiefe oder in die Untiefe, in den Sumpf des Seelenlebens gehen, nimmt die zurück oder anästhesiert die. Das heißt also, man könnte sagen, solange ich Geschäfte mache, bin ich, ohne dieses Ich in irgendeiner Form in Frage stellen zu müssen. Also Geschäfte und Ich-Substrate sind eine erfreuliche Lösung abendländischer, wenn man so will, fast schon theologischer Probleme der Bildung. Wieso könnten Sie sagen, dass das Kapital ein ewiges Leben hat? Weil die Bewegung des Kapitals, wenn man sie wirklich einmal in Gang gesetzt hat. Wenn man sie in Gang gesetzt hat und damit eben auch vor allem die Bewegung des mit dem Kapital verbundenen Kredits meint, immer nur unter der Bedingung funktioniert, dass diese Bewegung nie zu Ende kommt. Das heißt also, es richtet sich gewissermaßen eine irdische Unaufhörlichkeit ein. Das System ist, wenn man so will, strukturell immer bankrott und funktioniert nur dadurch, dass es ein Versprechen auf sein Weiterfunktionieren gibt. Das heißt also, dass jede Transaktion unter der Bedingung geschieht, dass weitere Transaktionen geschehen. Wie kommt das eigentlich? Ich denke, das kommt sehr vorläufig gesagt durch zwei Dinge. Nämlich, dass im Kapital, in der Idee des Kapitals und der in seiner Funktionsweise eine Art Creatio ex nihilo steckt, also eine Schaffung aus nichts, ein alchemistischer Prozess. Wie verwandle ich etwas, wie verwandle ich im Grunde Papier zu Gold? Ja, wie verwandle ich etwas, was nicht da ist, zu etwas Substanziellem? Und das ist die Schöpfung des Kredits. Der Kredit funktioniert unter der Bedingung, dass etwas, das nicht vorhanden ist, über Einlösungen in der Zukunft produktiv werden kann, also etwas schafft. Also etwas, was nicht vorhanden ist, kann Schöpfungskraft, Produktivkraft gewinnen. Das ist die Funktion des Kredits. Und es gibt eine zweite Seite, die mit dieser eigentümlichen Ewigkeit oder Zukunftslastigkeit oder Zukunftssüchtigkeit des Kapitals zu tun hat. Und das ist das, was man in einer langen Geschichte des Kaufmannswesens den Terminhandel nennt, den wahren Terminhandel. Das heißt also, ich kann eine Ware, die ich nicht besitze, an jemanden verkaufen, der